Herzlich willkommen zurück zum Adventure-Treff Let's Play zu Memento Mori 2. Wir untersuchen immer noch ein verlassenes, dunkles Restaurant mit merkwürdigen Zahlen an den runden Tischen. So, willkommen zurück im Roten Drachen. Genau, die Treppe wollte ich mir noch fertig angucken. Das Geländer ist in schlechtem Zustand, aber das ist auch das einzig Interessante daran. Der Pfosten ist schmutzig. Jemand hat ihn mit dreckigen Händen angefasst, an denen Farbe zu kleben schien. Oder aber Blut. Das ergibt keinen Sinn. Nein? Das ergibt keinen Sinn. Echt nicht? Sie hat doch gesagt, aha. Ich habe wieder die Steuerung nicht ordentlich gelesen. Dieser Handabdruck, das ist Blut. Ist Burke hier gewesen? Wir müssen uns oben umsehen. Ob er wirklich hier ist? Er muss es sein. Wir sollten auf Verstärkung warten, oder willst du dich hier in der Dunkelheit wirklich umsehen? Wir haben ihn fast und dürfen ihn jetzt nicht entkommen lassen. Dann los. Hübsch. Eine billige Kopie, aber einer der wenigen intakten Gegenstände. Auf dieser Seite des Gehwegs liegt ein Haufen zerstörter Möbelstücke. So wie die aussehen, liegen die schon Ewigkeiten hier. Also ich muss sagen, die Ego-Perspektive gerade hat mir sehr gut gefallen. Und die Stimmung, die gerade aufgebaut wird. Schade nur, dass der Kommentar der Vase das jetzt wieder ein bisschen zunichte gemacht hat. Oh mein Gott, das war knapp. Alles okay? Er ist da drin, hinter der Tür. Wir müssen ihn aufhalten. Machst du Witze? Wir sollten auf Verstärkung warten. Damit er entkommt? Und was ist mit Burke? Nein, versteck dich neben der Tür. Ich nutze den Tisch als Deckung. Ein Polstersessel. Der Stoff ist gemustert, was man unter dem ganzen Staub und Dreck kaum erkennen kann. Was soll ich denn damit anfangen? Das weiß ich auch nicht so genau. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt so anfange. Ein massiver Tisch. Keine ideale Deckung, aber besser als nichts. Was soll ich denn damit anfangen? Was genau will sie jetzt von mir? Dass ich vor die Tür renne und mich erschießen lasse, oder? Die Tür sieht nicht sehr robust aus, aber der Schein kann trügen. Im Moment kann ich von drinnen nichts hören. Wir machen die Tür auf. Ich zähle bis drei, okay? Eins. Warte, Kira. Zwei, drei. Mist, die Verschlau... Runter, sonst ist er gleich ab. Ah ja. Das sollte ich mir mal aus der Nähe ansehen. Ich schieße lieber noch nicht, da ich nicht weiß, wo Burke ist und ich ihn nicht verletzen will. Das ergibt keinen Sinn. Aha, unten gibt's doch noch eine Axt, oder? Können wir nochmal zurück? Können wir. Das nimmt jetzt zwar ein bisschen die Spannung raus, tut mir jetzt auch leid. Ich hätte die Axt vorher wohl schon mitnehmen müssen, um die Stelle dann auch atmosphärisch gut zu gestalten. Ah, es lässt sich jetzt leider nicht mehr ändern. Aber dann bekommt man die wohl doch irgendwie auf. Es gibt elegantere Wege, sich Zutritt zu verschaffen,
Aber ich habe es eilig. Das geht tatsächlich. Diese Tür wird leicht nachgeben. Ist dies eine Notsituation, in der man eine Axt braucht? Auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal Shining nachspielen. Das muss ich mir Das ist keine dumme Idee. Ich könnte sie seitlich öffnen, ohne dass er mich treffen kann. Doch dafür brauche ich mehr Licht und muss beide Hände frei haben. Okay, dafür ist dann wohl der Stuhl da. Das sollte ich mir... So. Das sollte ich mir... Nur ein Schlag auf das Schloss und dann war die Tür Geschichte. Soll ich da hingehen und mich erschießen lassen? Nein, danke. Du sollst sie ja nur aufstoßen. Es geht zur Not auch mit dem Fuß. So ist es viel besser. Ich will ja nicht sterben, während ich sie öffne. Die Tür ist offen. Was jetzt? Wir müssen ihn irgendwie entwaffnen. Warte. Wir dürfen ihm nicht schaden. Warum? Okay, aber überleg dir auch, wie wir ihn da rauskriegen. Vermutlich müssen wir ihm zumindest ein wenig zusetzen. Also klassisch Adventure wäre jetzt einen Riesenmagneten reinhalten, damit seine Waffe angezogen wird. Oh, wir könnten ihn blenden. Das muss ich mir genauer... Wie soll ich die beiden Objekte denn zusammen benutzen? Ja, du sollst blitzen. Ich fand das logisch. Mal sehen, ob das was bringt. Aha. Ich kann in dieser Dunkelheit kaum etwas erkennen. Wenn ich an der richtigen Stelle Licht machen könnte. Das bringt doch... Okay, die Entwickler denken offensichtlich anders als ich. Das muss ich mir damit erreichen. Ich kann in dieser Dunkelheit kaum etwas erkennen. Wenn ich an der richtigen Stelle Licht machen könnte. Ich kann in dieser Dunkelheit... Ich glaube nicht, dass... Reinrollen, dachte ich jetzt. Ich bin im Moment, ehrlich gesagt, ziemlich überfordert. Du hast doch jetzt auch die Lampe in der Hand. Und es bringt nichts, auf UV umzuschalten. Aber reinleuchten will sie auch nicht. Wie soll ich die... An die Axt stecken will sie es auch nicht. Vielleicht die Lampe auf den Tisch stellen? Oder anhängen an den Tisch? Aha, das geht. So leuchtet es jetzt. Ich kann in dieser Dunkelheit kaum etwas... Auch das hat nicht sonderlich viel geholfen. Die Tür ist offen. Was jetzt? Wir müssen ihn irgendwie entwaffnen. Warte. Warum? Ja, das hatten wir schon. Eine einfache Digitalkamera, mit der man... Die wird doch wohl einen Blitz haben. Und wieso haben wir den Feuerlöscher reingeworfen? Das war auch komplett sinnfrei. Axt hinterher. Das ergibt keinen... Und du willst wirklich nicht fotografieren? Das ergibt keinen Sinn. Nein. Ich kann niemanden sehen. Wer immer da ist, er versteckt sich im Dunkeln. Ich kann jetzt nicht schießen. Ja, du könntest auch auf den Feuerlöscher schießen. Nein. Hotspot übersehen? Nee, gib nur den Zimmer-Hotspot. Ah, nochmal kurz überlegen. Komm, das kann doch nicht sein. Das muss doch irgendwie...
doch UV, dass wir dann den Feuerlöscher wieder sehen oder so? Ich stelle die Lampe erstmal ab. Das geht nicht. Die Tür ist offen. Wir müssen ihn warten. Das wollte ich gar nicht. Ich stelle die Lampe. Nein, schalten wir sie nicht. Hä, jetzt ist es trotzdem UV-Licht. Reinleuchten kann ich auch nicht genug, gell? Ich kenne gern alle. Was soll ich denn da? Ich kann in dieser Dunkelheit kaum etwas. Ich sehe ihn doch, da liegt er. Warum kann man da nicht drauf schießen? Ich kann. Die Tür ist offen. Wir müssen. Nein. Ich stelle die Lampe erstmal. Sonst noch irgendwo hinstellen? Aha, okay. Jetzt vielleicht? Ah! Hotspot Blindfisch. So, jetzt aber. Will ich das wirklich tun? Komm schon, Lara! Schieß auf den Feuerlöscher! Ja, brüll's rein, damit er vorgewarnt ist. Entdeckung! Rein! Bevor er sich wieder erholt! Hinlegen! Die Hände hinter den Kopf und... Wo ist der? Aber von hier wurde doch geschossen. Das ergibt keinen Sinn. Die Betten sind leer und darunter kann man sich nicht verstecken. Verdammt, wo steckt er? Die Explosion des Feuerlöschers hat ihn gegen die Wand geschleudert. Die Betten sind leer. Er muss das Bett bewegt haben. Darum sind dort Blutspuren. Warum hat er das gemacht? Und wohin ist er verschwunden, verdammt nochmal? Ich versuche, es zur Seite zu schieben. Schönes Loch. Ist vermutlich durch die Explosion entstanden. Wenn er auf diesem Weg geflohen ist, hätte er das Bett zurückschieben müssen. Hatte er genug Zeit dafür? Keine Ahnung, aber wir müssen ihm nach. Schnell! Hören Sie mir zu, Soga. Der Täter ist entkommen und könnte versuchen, durch den Hinterausgang zu fliehen. Fangen Sie ihn ab! Verstanden, bin schon unterwegs. So, so langsam habe ich auch begriffen, wie man die UV-Lampe steuert. Wunderbar. Als wir die Mittelsmänner in Gent festnahmen, fanden wir 14 Festplatten als Beweise. Es war fast ein Vergnügen, sie zu durchsuchen. 10 Euro, dass die Synchronsprecherin gefragt hat, ob es ein Tippfehler ist und nicht Genf heißen soll. Speichermodule. Etwa eine Woche vor unserem Aufbruch nach Kapstadt hat ein Computerfachmann welche in meinen PC eingebaut. Und einen neuen Prozessor. Die Kiste ist voller Elektro- und anderem Schrott. Ich glaube nicht, dass irgendetwas davon funktioniert. Achtung, Karlauer, für dieses Spiel braucht man eine gute Grafikkarte. Ich sehe mich mal um, ob ich etwas Interessantes finde. Ein kleiner Schraubenzieher wie der, den wir zu Hause haben. Einen Schraubenzieher kann man immer gebrauchen. Einige Computerteile. Viel mehr kann ich nicht darüber sagen. In der Schachtel liegen Büroklammern. Ich nehme eine mit. Damit misst man die Spannung. Ein praktisches Gerät, das ich jedoch nicht wirklich brauche.
Ich habe etwa 40 Stück davon im Keller, die ich zwar nie benutze, aber aus nostalgischen Gründen auch nicht wegschmeißen kann. Burks Marke. Er muss ganz in der Nähe sein. Mrs. Durant? Haben Sie ihn sogar? Nein. Wo ist er? Er muss hier langgelaufen sein. Haben Sie ihn nicht gesehen? Nein, vermutlich kam ich zu spät. Ich rufe das Hauptquartier an. Dann durchkämmen wir die Gegend. Gut. Ich gehe wieder rein. Burke muss da noch irgendwo sein. Lara, die Tür. Dieses französische Wort und die Marke. Als wir reingingen, waren die noch nicht da. Was hat das nur zu bedeuten? Ich denke, das weißt du. Spielt er wieder mit uns? Er hinterlässt Hinweise und die führen uns zu... Burke! Wir müssen uns beeilen, vielleicht lebt er noch. Ich übernehme ab hier, wenn es dir nichts ausmacht. Ich spiele lieber als Lara. Der Koch hat hier offenbar einige Zutaten gelagert, aber ich habe keine Ahnung, was die Buchstaben bedeuten. Elms. Ich schreibe es mal auf. Der Koch hat hier offenbar einige Zutaten gelagert, aber ich habe keine Ahnung, was die Buchstaben bedeuten. S. Es sind die gleichen Buchstaben in einer anderen Reihenfolge. Okay. Gewöhnliche Öfen. An denen ist nichts Besonderes. Ziemlich dreckig. Aber ich kann verstehen, dass hier nach der Geschäftsaufgabe nicht mehr geputzt wurde. Der Koch hat hier offenbar einige Zutaten gelagert, aber ich habe keine Ahnung, was die Buchstaben bedeuten. Mir ist nicht ganz klar, aus welchem Jahr er stammt, aber der Kalender scheint schon einige Zeit hier zu hängen. Das ist wirklich nicht nötig. Auf dem Kalenderblatt ist ganz eindeutig Blut zu erkennen. Ich bin mir ganz sicher, dass das Blut ist. Der Täter hatte den Kalender in der Hand. Aber warum? Warum sollte er seine Zeit damit vergeuden? Weil er was nachgeschaut hat. Das ist wirklich nicht nötig. Okay, also wir können wohl davon ausgehen, dass April das wichtige Blatt ist. Rein theoretisch könnten die Blutsporen natürlich auch dran sein, weil er hier nochmal umgeblättert hat. Das heißt, Mai sollten wir auch noch in Betracht ziehen. Okay, was haben wir? Wir haben einen Kalender, wir haben Buchstabenkombinationen und wir haben Zahlen auf den Tischen. Die habe ich mir ja letztes Mal noch aufgeschrieben. Zahlen? Was bedeutet das? Und mit Blut geschrieben. Eines wissen wir jetzt zumindest mit Sicherheit. Zahlen. Das ist zweifellos Burkes Polizeimarke. Es sind aber keine Blutspuren dran. Okay. Brauchen wir für irgendwas eine Kombination? Hier sieht es vermutlich so aus, weil man die Kasse aufgebrochen hat. Geld ist jedenfalls keins mehr drin. Gut, dass hier nichts mehr drin ist. Das Zeug, das sie ausgeschenkt haben, muss furchtbar gewesen sein. Gut, dass hier nichts mehr drin ist. Also ich kann jetzt gern schon mal anfangen, so Zahlen zu dekodieren, aber ich weiß ja noch nicht, wofür ich das dann brauche.
Nichts als Schmutz und Dreck. Das hatten wir ja schon. Hier, glaube ich, waren Zahlen drauf, oder? Ja. Diese Zahlen wurden erst vor kurzem eingeritzt. Er hinterlässt uns erneut Hinweise. Okay, jetzt mal überlege. Vielleicht kann man die fotografieren. Fotografier das lieber mal. Man kann. Okay, dann müssen wir das auch noch fotografieren. Fotografier das lieber mal. Nein, da hatte nichts. Der auch nicht. Hätte ich mir vom letzten Mal merken können, ich weiß. Hoffentlich spielt die Position der Tische keine Rolle. Das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Da drüben standen auch noch welche, gell? Wobei, wir haben schon drei und es sind drei verschiedene Buchstabenkombinationen. Also der Verdacht liegt nahe, dass wir keinen beschrifteten mehr finden. Okay, dann glaube ich, haben wir alle Fotos. Oh nein, wir haben erst zwei. Nichts als... Waren es aber nicht letztes Mal drei? Irgendwie habe ich das in Erinnerung. Also den kaputten hier. Den hier. Nichts als... Tischdecke runter? Nein. Den hatte ich schon. Haben wir den fotografiert? Ja, ich glaube. Da ist noch einer. Och, lauf doch, Mädel. Tada! Fotografier das lieber mal. Okay, jetzt glaube ich, haben wir alles. Dann können wir mal einen Stockwerk höher gehen. Jemand hat einen Tisch umgeworfen, aber ansonsten fällt mir hier nichts weiter auf. Der blutige Abdruck beweist, dass er den Tisch irgendwie bewegt hat. Das sollten wir uns genauer ansehen. Was haben wir denn hier? Fotografier das lieber mal. Noch mehr Zahlen. Warum habe ich dafür jetzt keinen Detektivbonus bekommen? Der Rest des Gangs ist beschädigt. Wir haben Glück, dass der Teil, in dem wir stehen, zu halten scheint. Und wofür brauchen wir diese Zahlen? Die Tische sind nicht so schick wie die im Erdgeschoss. Zimmer, wo er geflohen ist.
Ich fand die immer lächerlich. Einige haben die sogar bei sich zu Hause. Das begreife ich nicht. Die Explosion hat hier ein ziemliches Chaos verursacht. Und hoffentlich auch den Täter verwundet. Tja, dann gibt's hier wohl nichts mehr zu tun. Hinter der Bar vielleicht noch? Sieht aus wie ein Sicherungskasten, der schwer beschädigt wurde. Sieht aus wie... Ach so, das war's schon. Übrigens ist es auch möglich, die Hotspot-Hilfe per Tabulator-Taste einblenden zu lassen. Ich mache das nur nicht, weil ich eigentlich ohne Hotspot-Hilfe zurechtkommen will, was mir nicht gelingt, aber dann ist nochmal die Überwindung größer, drauf zu klicken. Da was übersehen? Da schau her. Na, hier hätten wir doch schon mal Zahlen. Auf der Karte ist die Position der nummerierten Tische in der Lobby markiert. So etwas kann man immer gebrauchen, insbesondere dann, wenn man neue Kellner einstellt. Ich hätte mir doch aufschreiben müssen, wo die Tische stehen. Das war der zerbrochene, gell? Hier mit 17, 9 Gedöns. Das ist, glaube ich, der. Ich werde dem Tisch auf dem Foto mit Hilfe der Karte eine Nummer zuordnen. Wenn ich mich irre, kann ich es ja noch ändern. Prima. 27, 27, den weiß ich nicht mehr. Ah, das war der in der Ecke. Hier 30, 9, irgendwas. Das heißt, der war... Da, ich werde dem Tisch auf dem Foto mit Hilfe der Karte eine Nummer zuordnen. Wenn ich mich irre, kann ich es ja noch ändern. Und einer war oben. Das war der oben, glaube ich. Und zwar oben der hinterste, wo ist denn da die Treppe? Der da? Ich werde dem Tisch auf dem Foto mit Hilfe der Karte eine Nummer zuordnen. Wenn ich mich irre, kann ich es ja noch ändern. So, einen haben wir noch. Der war auf jeden Fall im Untergeschoss. War der nicht direkt hinter dem und dann auf... Ich werde dem Tisch auf dem Foto mit Hilfe der Karte eine Nummer zuordnen. Wenn ich mich irre, kann ich es ja noch ändern. Gut, das dürfte es gewesen sein. Ha, ich bin stolz auf mein Kurzzeitgedächtnis. Da wurden Zahlen in die Tischplatte geritzt. Was hat das zu bedeuten? Nur so richtig weitergebracht hat uns das jetzt nicht, oder? Auf dem Bild sind einige Zahlen zu sehen, die vom Kontaktmann in den Tisch eingeritzt wurden. Keine Ahnung, warum er das getan hat und was sie bedeuten. Ah, wir hatten ja noch den Kalender hier an dem Regal. Wie geht das? Klicken Sie auf den Kalender, um Tage zu markieren. Sie werden mit einer Linie verbunden. Mit den Schaltflächen im linken unteren Bildschirmbereich blättern Sie durch die Monate. Die anderen Schaltflächen blättern durch die Fotos, die Sie im Restaurant gemacht haben.
Ah, okay, verstehe. Das mit dem Blut vorhin war Quatsch. Okay, das ist Tisch 4, das heißt Monat 4, das heißt April. Prima, passt schon. Dann also 30, 9, 3, 10, ja, 30, 9, 3, 10, 16, 10, 24, ja, irgendwie sieht das nicht so überzeugend aus. Woher weiß ich denn, wo ich anfangen soll? Also so rum im, oder im Uhrzeigersinn? Mach's mal im Uhrzeigersinn. 30, 24, 10, 16, 10, 3. Das ist eindeutig 9. Ein E. Besser. Das ist 5. 22, 1, 25, 7. Sieht das nicht wie ein M aus? Nette Chiffrierungsmethode übrigens. Gefällt mir. 7, 21. Oh. Trottel, braucht natürlich den August. Das ist ganz offensichtlich ein L. Mit sehr langem L-Strich. Komplizierter Buchstabe. 17, 9, 5. Was soll das denn werden? 11, 18. 24, das ist das Haus vom Nikolaus. Ja, nu. Wohl nicht. Was habe ich falsch gemacht? 17, 9, 5, 11, 18, 24. 30, 26, 18. Okay, anscheinend kann ich keine Zahlen lesen. 17, 9, 5, 11, 8, könnte auch mit viel Fantasie eine 16 sein. Probieren wir es mal. 17, 9, 5, 11, 16, das kann ja trotzdem nichts werden, 24, 30, 26, ah, ein S. S? Das sieht doch wie ein S aus, oder nicht? Da sind mehrere Buchstaben. Was fangen wir damit an? Vielleicht müssen wir sie irgendwie anordnen, damit sie uns weiterbringen. Elms, ich hab's. Mal sehen, was passiert, wenn ich beide Seiten nebeneinander lege. Ja, nee, das ist falsch. Na gut. Ich füge ein dritt. Vierte ich weiß, dass Seite. Das jetzt falsch wird. Wieder auflösen, bitte. Nee. Vielleicht kann ich die Position. So, jetzt. Elms. Hm? Stand doch auf dem Schrank, oder nicht? Nein? Das können wir schon mal nicht machen. Elms, guckst du? Schau an, die Buchstaben im Kalender passen zu denen auf dem Regal. Dieses Regal könnte der Schlüssel sein. Stimmt. Mal sehen, ob es sich bewegen lässt. Eine Geheimtür. Und dieser Text. Burke hat etwas zu sagen. Ich kann das auch lesen. Er spielt mit uns. Da tut sich leider gar nichts. Siehst du den Sicherungskasten? Der könnte das Problem sein. Ich sehe ihn mir mal an.
Gut, ich passe so lange auf, damit uns niemand überrascht. Burke ist da doch nicht drin, oder? Glaubst du, er ist... Wenn du das hinkriegst, werden wir es bald wissen. Also ich kann ein bisschen Französisch und hier steht... Beziehungsweise ein Wort wurde bei der Übersetzung ignoriert, nämlich encore. Und das heißt so viel wie Burke hat immer noch etwas zu sagen. Jemand hat den Schalter manipuliert. Offenbar wollte man verhindern, dass wir hier reinkommen. Ich nehme an, ich kann ihn nicht einfach wieder reinstecken. Auf der Rückseite des Schalters sieht man eindeutig, was auch von vorn offensichtlich war. Er kann nicht funktionieren. Eines der Kabel ist lose. Wir haben doch einen Schraubenzieher. Das ergibt keinen Sinn. Gut. Ich glaube nicht. Hier aufschrauben und dann reinstecken. Ich werde den Draht irgendwo anschließen. So funktioniert das offensichtlich nicht. Ich kann das Kabel in den Verteilerkasten stecken, aber es bleibt nicht drin. Deshalb der Schraubenzieher. Der Draht sitzt fest und scheint sich nicht zu lockern. Kann ich den Verteilerkasten... Das werde ich so auf keinen Fall anfassen. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Soll ich meine Finger benutzen? Hier kommt die Sicherung rein. Die Sicherung ist durchgebrannt. Hier gibt es andere als in Europa. Das ist nur ein durchgebrannter Draht hinter einer Schraube. Lass mich raus. In der Sicherung ist bereits ein Draht. Dann die Sicherung ist Der verbrannte Widerstandsdraht wird losgeschraubt und weggeworfen. Was soll man auch sonst damit machen? Eine Büroklammer ist kein passender Drahtersatz und jeder Elektriker würde ausrasten. Aber so lässt sich der Stromkreis wiederherstellen. So, wieder zuschrauben. So, erledigt. Und wieder reinpacken. Ich werde die Sicherung wieder reinstecken. Jetzt aber. Es funktioniert. Die Flurlampe leuchtet. Also haben wir wieder Strom. Nettes kleines Rätsel. Die Tür wird vermutlich elektronisch geöffnet. Komm schon. Verdammt, das ging aber schnell. Leere Behälter, Plastikflaschen. Hier ist nichts Interessantes. Ja. Ich sehe hier kein Blut. Zumindest kein frisches. Oh ja, gutes Stichwort. Kein Licht, keine Geräusche. Sie ist nicht an. Kein Licht. Kann ich nicht aufmachen? Wohl nicht. Hier gibt's überhaupt wenig. Verdammt! Kira! Himmel! Das ist... Er hatte keine Chance. Und der Täter hat die ganze Zeit mit uns gespielt. Wer tut sowas denn nur? Er ist tot. Ich werde es melden. Soga, wir haben Burke gefunden. Wir? Wer ist wir? Er ist tot. Jemand hat ihn ermordet. Können Sie mich hören? Soga! Ja, ich höre Sie. Ich rufe den Gerichtsmediziner. Wie konnte er ihn aufhängen? Burke ist nicht gerade klein. Wie konnte er ihn aufhängen? In seine Stirn wurde eine Art Symbol geritzt, wie bei den Statikern. Das ergibt keinen Sinn. Ich dachte, du willst dir vielleicht das Symbol merken.
glaube, hier gibt's nichts mehr für uns zu tun. Nein, ich bin noch nicht fertig. Hier gibt's doch noch was für uns zu tun. Er hatte etwas im Mund. Was ist das? Eine SIM-Karte? Was? Der ermordete Burke hatte diese SIM-Karte im Mund. Aber warum? So langsam wird's echt pervers. Was tust du denn? Glaubst du, es war Zufall, dass wir die SIM-Karte gefunden haben? Siehst du? Da ist noch eine Nachricht drauf gespeichert. Was steht da? Das ist unmöglich. Zeig mal. Lara, du darfst niemandem glauben. Lara? Das gibt dem Ganzen eine interessante Wendung. Aber ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Du bist so durchschaubar. Könnte nicht wirklich Max hinter all dem stecken? Du willst nicht, dass es so ist, auch wenn es bedeuten würde, dass er noch am Leben ist. Moment mal. Du weißt von dem Unfall? Unfall? Schicksal ist kein Unfall, Lara. Was hast du gesagt? Das habe ich doch schon mal gehört. Kennst du Senseele? Ich muss besser aufpassen. Jetzt übernehme ich schon ihre Wortwahl. Was hat das zu bedeuten, Kira? Genau, Lara. Das ist die entscheidende Frage. Was hat das alles zu bedeuten? Ich habe mich für rational entschieden. Alles lässt sich erklären. Ich habe nur nicht genug Informationen. Wirklich? Aber du hast doch eine Hypothese, oder nicht? Ja. Jemand will es so aussehen lassen, als ob Max das getan hätte. Du denkst immer so logisch und leugnest Dinge, die die Wissenschaft nicht erklären kann. Du wirst dich nie ändern. Heute hast du mich enttäuscht, Lara. Ich weiß, dass du nur ein Mensch bist. Aber ich hatte trotzdem mehr von dir erwartet. Er hätte uns nicht entkommen dürfen. Was hat das zu bedeuten? Wer zum Teufel bist du? Was bist du, Kira? Du musst dich mehr anstrengen. Sehr viel mehr. Wo willst du hin? Halt! Na super. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ja? Vor wenigen Minuten ist ein Flieger nach Lyon gestartet. Ist an Bord alles okay? Ich wurde durch eine Ermittlung aufgehalten. Was denken Sie, warum ich Sie anrufe? Weil ich Langeweile habe? Ist Ihnen nicht klar, dass Sie da nichts mehr zu suchen haben? Himmel, Sie sind nicht bei der Kriminalpolizei, also was soll das? Ich nehme den nächsten Flieger. Ich muss ohnehin in Lyon mit jemandem sprechen. Gut, denn ich habe Ihnen auch einiges zu sagen. Außerdem denke ich... Kein Empfang mehr. Was war das? Wer hat die Tür geschlossen? War das Kira? Silber. In seine Stirn wurde eine Art Symbol... Hallo? Kira? Mach die verdammte Tür auf! Hallo? Kira? Mach die verdammte Tür auf! Ich sitze hier mit Burkes Leiche im Kühlhaus fest und kriege die Tür nicht auf. Wie ist sie zugegangen? Durch den Wind? Kann sein. Ich hoffe nur, dass niemand nachgeholfen hat. Die Verstärkung ist hier. Bleiben Sie da. Wir sind gleich bei Ihnen. Nicht, dass ich irgendwo hin könnte. Ich persönlich glaube nicht, dass der Wind den Knopf gedrückt hat. Wie ist es, eine Nachricht durch den Mund eines Toten zu bekommen? Zu spüren, dass die Dinge um einen herum keinen Sinn ergeben und die eigenen Leute an einem zweifeln. Vielleicht ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Zeit, dort nach Antworten zu suchen, wo sie sie zuvor nicht sehen wollten. Ich werde auf Sie warten, Lara. Gut, dass Sie wieder da sind.
Warum war ich dort? Warum nur? Ich wollte so viel herausfinden. Aber was hat das mit Max zu tun? Wollen reicht oftmals nicht aus. Jetzt ergibt alles noch weniger Sinn als zuvor. Eigentlich gar keinen mehr. Meine beste Freundin benimmt sich seltsam. Was geht hier vor sich, Senseele? Warum bin ich die Einzige, die nicht weiß, was geschieht? Warum hilft mir niemand? Helfen Sie mir. Bitte. Aber ich habe Ihnen meine Hilfe angeboten. Das Ritual. Nein, ich will weder das Ritual noch die kryptische Botschaften. Ich will klare Antworten. Zum Beispiel über Kira. Woher kennt sie sie? Wenn ich nicht bald... Reden Sie nicht so sonst. Nein, Sie hören mir jetzt zu. Ich mag Sie, aber das ist mein Haus und hier gelten meine Regeln. Ich habe keine klaren Antworten. Aber ich weiß einen Weg, wie Sie welche bekommen. Es ist Ihre Entscheidung, ob Sie ihn einschlagen. Aber mehr bekommen Sie nicht von mir. Und diese andere Sache. Hier geht es nicht um Ihre Freundin. Es geht um Sie und Max. Konzentrieren Sie sich auf sich selbst und ihn. Haben Sie mich verstanden? Es tut mir leid. Ich bin verzweifelt. Ich brauche wirklich Hilfe, egal welche. Ich führe das Ritual durch, wenn Sie es wollen. Seien Sie nicht sauer auf mich. Ich will Sie nicht verärgern. Warum sollte ich sauer sein? Wenigstens haben Sie das Richtige getan. So, Schluss für heute. Wieder mal sehr lang, aber die Spannung wollte ich da echt nicht unterbrechen. Wir sehen uns beim nächsten Teil. Bis dahin, macht's gut.